Ihr geht mich auf den Nerv. Das ist ja wirklich schlimm mit denen. Nee, das ist Holz. Gut, kann man trotzdem machen. Nee, doch nicht. Nein, halt nicht. Ich brauche mal eine Wand. So, Ruhe ist. Ja, da ist ja die Hexe, die mir bei meinem Recap ganz weit oben stand, wieder live. Oh, danke schön, ein Bambi. Vielen lieben Dank. Ja, die Recaps. Da habe ich euch auch so viel zu verdanken. Da war ja auch fleißige Beteiligung. So. So. Wie geht's denn so auf Mittwoch? So. Dann können wir uns mal hier unseren ganzen Mama holen. Vielleicht noch ein paar andere Sachen. Mal gucken. Und dann gucken wir mal, was wir craften können. Tischlerwerkbank, eine Glaswerkbank, Eierbrotkasten, Elektronikwerkbank, Gleisschmiede. Hier hätte ich gern. Das hätte ich gern. Können wir dahin tun. Ein Glastisch. Können wir hier. Ja, nee. Und ansonsten ist hier noch Kupfer. Wir haben kein Kupfer mehr. Alles klar. Wait. Nee, das habe ich jetzt nicht gebaut. Das ist auch eine Kommode. Wie cool. Magischer Spiegel. Pretty. Dekorativer Topf. Und ein Gemälde. Saisonkalender. Gibt's Saisons? Oh Gott. Viele Dinge, die man sich dann merken muss. Okay, wo ist unsere Tinkerer-Ecke? Ich glaube, die packen wir uns mal hier hin. Eine Lampe kann bemalt werden. Elektrischer Stab, Hebel. Ach, jetzt nicht. Es gibt hier sowas wie Redstone. Ey, dann kotze ich. Tut mir leid, aber das halte ich gern im Kopf nicht aus. Gleise und eine Lore, okay. Minenwagen. Erlaubt das Reisen auf Gleisen? Erlaubt das schnelle Reisen auf Gleisen? What? Ich habe doch keine Ahnung von Technik. Ich fürchte, da werden mir sehr viele Leute helfen müssen. Glaswand, dünne Glaswand, Glasboden, Glasbrücke. Will ich ehrlich sein? Brauchen wir nicht. Wenn wir nicht brauchen. Packen wir das erstmal alles wieder zurück. Außer, dass man das vielleicht nimmt, um nochmal ein paar Sachen zu haben. Den Schlüssel behalte ich mal im Inventar. Ich weiß nämlich noch nicht, wozu der da ist. Stärken. Okay, das ging jetzt? Wieso geht jetzt der Rest nicht? Oder weil es anders schon mal verstärkt wurde, deswegen geht es nur einmal? Oder? Wie muss man das verstehen? Hier hatten wir das? Okay. Ich glaube, dann machen wir hier erstmal unsere Münzsammlung rein. Ich weiß noch nicht, wohin mit dem Schleimöl, ne? Will's noch gar nicht hinstellen, weil ich nicht weiß, was uns dann erwartet. Und weil es ja eh fast schon Deko ist, packen wir es mal hier hin.
Okay. Das Ding muss ich mal reparieren. Das kann man. Ach so, da braucht es halt bestimmte Materialien. Hier ist alles wunderbrechlich und wie ist das Wertebefinden bei Ihnen, junge Dame? Oh, mir geht's auch gut. Wir haben unseren ersten Boss hier gelegt heute. Und ich wette, die nächsten werden nicht so einfach. Und da jetzt erstmal ganz gemütlich. Bisschen ernten. Ups. Wait, what? Mich jetzt aber auch gewundert. Packen wir uns das mal eben. So. Was haben wir? Au. Und dann Plitsche, Platsche, Plitsche, Platsche, hoi, hoi, hoi. Plitsche, Platsche, Plitsche, Platsche, hoi, hoi, hoi. So. Das Feld ist bestellt. Und ich muss dann bei den Nahrungsmitteln mal gucken, was dann mit am besten ist. Habe ich die Samen nicht schon weggeräumt? Was zum. Ja, aber nö. Ah ja. Okay. Wie sieht's da aus? Soweit ganz gut. Dann könnt ihr eventuell noch mal angeln gehen heute. Aber dann gehen wir heute wirklich sehr oft angeln. So, Schaufel hatte ich noch keine Ahnung, wofür die eigentlich war. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo ich die hin hatte. Mir überhaupt schon eine? Glaube, ich hatte mal eine gemacht. Aus Holz. Gürteltasche. Holzzauntor, hier ist doch sowas. Na gut. Wieder was gelernt. Hier. Holzbogen. Ich glaube, die Armbrust ist schon ganz gut. Okay, jetzt haben wir wieder eine Schaufel. Ich weiß zwar noch nicht wofür, aber wir werden es rausfinden. Plus 5 Inventarslots. Die Frage ist, wie nutzt man das? Einfach Clipgürteltasche gestellt aus. Warte mal. Ah! Ausgefunden! Neuer Talentpunkt verfügbar beim Laufen. Sehr schön. Wir sind jetzt noch schneller. Zurücksetzen kann man das auch. Aha. Aber wozu? Okay, plus 20 Gesundheit. Ich guck mal, was das ganze Zeug hier eigentlich macht. Die ganzen einzelnen Sachen. Wir haben hier vor allem die ganzen Puddings. Plus 5 Essen. Ja, gut. Okay. Wir haben gegessen. Dann gehen wir uns doch hier ein bisschen umgucken. Also Schleimfarmen. Kein Problem. Ein Leuchten. Ja, ach so, vom Essen. Da, da, da.
Der Leuchtblumensalat ist nicht schlecht, ja? Also, falls man mal wirklich ein Licht im Dunkeln braucht, dann kann ich mein eigenes Lichtchen sein. Ach, ist das schön. Ich bin mein eigenes Nachtlicht. Blöd wird's nur, wenn man lichtempfindlich ist, wenn es ums Schlafen geht. Oh, wir haben Gärtner gelevelt. Au. An Pilzen wird uns auch nie mangeln. Aua. Hey. Ihr habt hier nichts zu suchen. Vielleicht sollten wir doch mal ein paar von diesen Holztoren basteln, dass wir die mal mitnehmen. Hallo, Gisela. Hunger auf Feldfrüchte. Ich habe gerade nicht so viele bei, aber klar, warum nicht? Oh. Was ist denn Milch? Wiesenmilch! Oh! Okay, wir müssen nochmal mit Feldfrüchten hier nochmal vorbei. Wir kriegen Milch von denen. Hallo Björk, hallo Gisela, hallo Schmusi. Man die auch vermehren kann, frage ich mich. Huch! Wolle! Haben sie auch fallen lassen. Wow. Die Musik ist herrlich. Au. Oh. Ist schön, dass wir die Viecher entdeckt haben. Ich würde die am liebsten umziehen, aber ich weiß nicht, ob das geht. Oder ob das so eine gute Idee ist. Okay, wie sieht's aus? Oh, Platz haben wir noch genug? Müssen wir uns auch noch keine Gedanken drum machen, irgendwie. Okay. Auch nicht um irgendwelche, keine Ahnung, Gewichte, glaube ich, ne? Gewicht ist hier Schnuppe. Nehme ich mal an. Ah! Holz, yay! Okay, da drin haben wir Wasser. Ich bin ja gespannt, was uns hier noch erwartet. Ein bisschen Wiese, das heißt, wir kommen hier wahrscheinlich durch Torf durch, ja? Ja, hier ist Torf. Eieiei. Geheimnis. Oh, was ist das? Oh! Hatten wir doch schon mal sowas, ne? Letztes Mal, da hat es uns in die Luft gejagt. Aber nicht diesmal. Nicht diesmal, man lernt ja doch dazu. Man ist ja schlau, manchmal. Bergbau! Yay! Okay. Holz. Holz muss einfach. Hm. Okay,
Okay. Sehr spannend. Au. Kekspirat, Hallöchen, hallo Andu, wie geht's dir stets? Na, was habt ihr Schönes gemacht? Au! Was? Ein Grottlingschädel? Wir haben Schädel gefunden. Überbleibsel einer stolzen Zivilisation. Der ist wertvoll. Okay. Spannend. Minis malen. Oh, wie schön. Klingt auch toll. Klingt auch sehr entspannend. Passend zur Weihnachtszeit, ne? Alles mal ein bisschen entspannter machen. Statt immer dem ganzen Stress hinterher zu rennen. Dankeschön, Dankeschön. Ich dachte so von wegen irgendwas, was die Leute willkommen heißt und irgendwie hat das ganz gut gepasst. Wir sind hier gerade praktisch immer so zweigeteilt unterwegs. Ich mache ja mal 12 Uhr eine kleine Pause, um die Katzen zu füttern. Und mittlerweile läuft es halt so ab, 23 essen, hier haben wir ein paar Fasern, wir haben mittlerweile ein bisschen Wolle. 20 essen. Ja, komm. Essen wir mal ein paar Puddings. Wir müssen uns ja mal wieder ein bisschen heilen hier. Genau. Also wir sind gerade so ein bisschen zwiespältig unterwegs. Immer vormittags sozusagen fangen wir an mit Cozy Grove. Da sind wir auch schon recht weit. Und weil Cozy Grove immer so praktisch tägliche Aufgaben hat und man wirklich gezwungen ist, um zu unterbrechen, haben wir dann eben mit dem hier auch noch angefangen. Und jetzt sind wir in zwei Spielen unterwegs. Das eine ist ein bisschen gemütlicher, das andere nicht ganz so, aber es macht auch sehr Spaß. Beide auf jeden Fall ein bisschen bunter, ein bisschen weniger chaotisch und es macht schon Spaß. Und das ist im Moment unsere Base. Sie ist nur sehr klein und sehr, sehr rudimentär. Alles klar, Kekspirat. Dann viel Erfolg beim Kochen, verbrenn dich nicht. Ab in die Kombüse mit dir, ne? So. So. Ich weiß gar nicht, machen wir mit der Milch irgendwas? Eine Flasche Milch mit leichtem Vanillearoma und erdigem Nachgeschmack. Woher kommt das Vanillearoma? So, machen wir das hier mal mit rein. Ich weiß gar nicht, Fasern und Wolle würde ich vielleicht sogar noch woanders hin tun. Hier haben wir noch Sand. Antike Edelsteine. Mal gucken, was wir damit dann machen. Ja, doch. Schmelze, schmelze, schmelze. Das gibt wieder ordentlich Barren. Nicht gut. Hier haben wir... Machen wir hier vielleicht erstmal die ganzen Fasern und die Wolle und die Milch rein. Jetzt haben wir schon 3 Kupfer, eine Schlüssel und ich weiß nicht wofür. Wow. Und die würde ich gerne, aber solange wie ich die Helme dafür nicht habe... Oh, wir müssen Sachen reparieren. Ich glaube, da brauche ich Kupferbarren für. Entweder das oder den Schrott hier. Reparieren. Okay. War's schon. Ah, mit dem Kupfer verstärkt man und mit dem anderen Zeug repariert man. Alles klar. Man lernt noch. Bin noch recht neu in diesem Spiel. Deswegen nicht wundern, wenn ich ab und zu mal ein bisschen verplant bin. Das gehört dazu. Und jetzt haben die Schleime es auf uns abgesehen, weil wir deren Boss kaputt gemacht haben.
Knochen, die nicht so. Warte mal. Wir haben da noch ein paar Brücken. Ich meine, es sind nicht mehr viele, aber... Apropos, ich glaube, da können wir uns mal ein paar noch mehr machen. Holzwände? Holzzaun? Ah, dafür braucht es Kupfer, okay. Weiß ich noch nicht, ob ich hier mir eine Holzhütte hinbauen möchte. Mal gucken. Eins nach dem anderen. Erstmal... Machen wir einen auf diesen. Ich glaube, wir müssen uns mal irgendwo durch... Ja! Durchgraben. Wo kommt die denn schon wieder her? Mal gespannt, wenn wir die ersten anderen Sachen finden. Weil im Moment haben wir vor allen Dingen nur Kupfer. Bin sehr gespannt, ob wir nicht auch noch andere Erze finden irgendwann. Also wäre schön. Ja, vielleicht bin ich da gerade zu voreilig. Ich mag die Leuchtdynamik hier. Das ist echt cool. Mir geht's soweit gut. Wir haben ja jetzt wieder ein neues Spiel angefangen. Jetzt, weiß ich nicht, bin ich wieder ein bisschen ausgeglichener, habe ich den Eindruck. Ich meine, wir haben ja vorher lange Zeit Valheim gespielt. Wunderschönes Spiel, wirklich sehr zu empfehlen. Aber ich brauchte dringend mal eine Abwechslung und ich bin so happy gerade drüber. Nicht, dass es beim letzten Mal Valheim bleiben wird. Das wird es noch viel öfter geben, denke ich mal. Spätestens, wenn es aus dem Early Access raus ist. Nichts mehr? Hallo? Oh. Und ich habe hinter mir gerade einen Kater, der sich offensichtlich sehr wohl fühlt unter meinem Poncho. Wie geht's dir denn mittlerweile? Konntest du dich erholen? War ja viel los bei dir in letzter Zeit. Wofern wir darüber reden, ich möchte es natürlich... Oh, was Neues entdeckt. Da will ich hin. Da will ich hin. Ich will da hin. Siehst du? Hohes Gras. Wir ernten jetzt also hohes Gras. Was ist das? Was spiegelt sich da? Drüben leuchtet auch irgendwas. Oh! Ich glaube, das ist von mir. Ja, doch, eindeutig von mir. Ups. Oder ist das unter Wasser? Ein üppiger Baum. Nimm mal den Grasboden mit. Den gesamten. Den hätte ich gern bei uns. Der ist hübsch. Hä? Mechanischer Arm? Ein bewachsenes Stück uralter Technologie. Die Gelenke sind versteift, aber es muss außergewöhnliche Taten vollbracht haben. Gehört er zu dem Schädel, den wir gefunden haben? Kann das sein? Ah, ich komme nicht mehr ran.
Wir hinterlassen keine Spuren. Leuchtet immer noch. Wie cool. Was? Aufwand, ne? Na gut. Wie sieht's denn aus? Haben wir schon ordentlich, ja, okay, gut, ordentlich. Wir haben ein bisschen was entdeckt. Viel ist es doch nicht. Vor allem eine Menge Wasser hier. Ich würde ja am liebsten die Schleimecke von Schleim befreien, dass wir da vielleicht auch noch bauen können. Mal gucken. Ich brauche mal ganz kurz die Wand. So. Wir sind zu Hause. Wir haben ein paar Feldfrüchte. So. Haben wir hier auch noch so ein Gras. Theoretisch könnte man... Grasboden... Theoretisch könnte man doch wahrscheinlich auch dann die Böckchen umziehen, wenn man die einfach hier, wenn man einfach deren Gras umzieht, oder? Nicht, dass ich das jetzt machen möchte. Ich glaube, das wäre ein bisschen zu viel Arbeit. Aber es wäre lustig. Wäre sicher unglaublich lustig. So, wir haben nur im Schädel einen Arm. Packen wir mal das hin. Okay. Wir können schon wieder ernten hier. Theoretisch könnten wir auch noch was ausbrüten, aber ich weiß noch nicht. Ich weiß noch nicht. Bäh. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. So. Hier, diese ganze Schleimecke wäre ich ganz gerne mal los. Ich weiß nur noch nicht, wie wir den Schleim da loswerden. So. Ups. Muss man die Steckelstellen treffen? Höhlenkopie. Okay, den hatten wir schon. Ich finde das witzig. Das ist wirklich wie so eine Mischung aus Terraria auf Obersicht und Stardew Valley. Nee, ich will das weiter. Ich will da treffen. Genau da. Nicht Fisch. Hallo, ich hatte ihn fast. Ich war jetzt schon wieder angeln. Hatten wir vorhin erst.